Jesus sagt, manchmal sind schmerzhafte Entscheidungen notwendig. Und ein Wort zu Ehe und Scheidung. 9. Juni 2017. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann. Claire, du hast mich so klar und deutlich verstanden. Es gibt Zeiten im Leben, in denen sehr schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen, um voranzukommen. Das hast du auf dem Berg viele Male erlebt. Ich hatte einen Plan für dich, den du nicht begreifen konntest, als du nach Española gezogen bist. Du hast nicht erkannt, was ich vorhabe, obwohl es für dich eine Qual war, deine Schafe zurückzulassen. Was soll ich sagen? Manche Entscheidungen im Leben sind nicht einfach, sondern äußerst kompliziert und erfordern ein außerordentliches Maß an Gnade, um sie treffen zu können. Ich werde diese Gnade schenken, wenn sie erbeten wird. Ich bin hier, um zu dienen und zu führen. Und wenn ich darum gebeten werde, versäume ich es nicht, die benötigten Gnaden bereitzustellen. Aber es gibt diejenigen, die es vorziehen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, mit ihrem eigenen Willen und ihren eigenen Mitteln. Um sie trauere ich, denn hätten sie sich an mich gewandt, hätte ich es so viel klarer und einfacher gemacht. Meine kostbare Herzbewohnerfamilie, habt keine Angst, das Alte zurückzulassen, um das Neue zu umarmen. Denkt daran, jedes Leiden, sogar das Leiden geliebter Menschen aufzugeben, nutze ich, um noch mehr Gnaden freizusetzen, wo sie am meisten benötigt werden. Habt also nie das Gefühl, dass ein Leiden nutzlos ist. Ich verspreche euch, kein Leiden ist ohne Belohnung in meinem Reich und manchmal sogar hier auf Erden. Du erinnerst dich bestimmt noch, was du durchgemacht hast, als du all deine schönen Antiquitäten und Möbel entsorgt hast, um in den Bergen von Pennsylvania ein reineres Leben zu führen. Du erinnerst dich an die unglaublichen Gaben, die du dort empfangen hast, Gaben, die deine kühnsten Träume übertrafen. Eine Salbung nach der anderen wurde dir gegeben, aber es war trotzdem nicht leicht. Es war nicht leicht, deinen ersten Mann aufzugeben, aber du wusstest, dass er die Welt wollte und du konntest ihn in seinen Plänen nicht begleiten. Und er konnte dich nicht begleiten. Jetzt bist du mit dem Mann verheiratet, der perfekt ist für dich und für mich. Und dein früherer Mann hat die Frau, die er immer wollte. Aber Herr, jetzt, wo du das erwähnst, sehe ich schon, wie sie die Augenbrauen hochziehen. Sie ist eine Ehebrecherin, weil sie einen anderen Mann geheiratet hat. Ich habe für dich die Heilige Schrift geöffnet, damit du begreifst, dass das, was ich zusammengefügt habe, kein Mensch trennen soll. Was aber der Mensch ohne meine Zustimmung zusammengefügt hat, ist vom ersten Tag an dem Untergang geweiht. Es gibt sakramentale Bande zwischen zwei Seelen, die ich füreinander bestimmt habe. Und die Verbindungen, die der Mensch für sich selbst wählt, wenn sie außerhalb meines Willens sind, wie kann ich das als eine Ehe betrachten? Es gibt viele, die nach dem Buch leben oder nach dem, was sie für die genaue Auslegung der Heiligen Schrift halten. Aber das gerechte Urteil kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch den Geist und die Barmherzigkeit. Dies ist nicht der richtige Ort, um tiefer in dieses Thema einzudringen, aber in der Zukunft werde ich noch tiefer darauf eingehen. Also zurück zu den aktuellen Umständen.
Ich rufe einige auf, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und das Neue anzunehmen. Einige von euch, meine Lieben, stehen vor sehr schmerzhaften Entscheidungen. Würdet ihr in Erwägung ziehen, zu mir zu kommen und um Führung zu bitten? Ich warte auf euch. Ich habe Gnaden, die ihr benötigt, um bessere Entscheidungen zu treffen, aber ihr müsst zu mir kommen und darum bitten. In meiner Barmherzigkeit habe ich in euer Ohr geflüstert und euch meine Sichtweise eurer Situation mitgeteilt. Ich hasse Schmerz und Leid, ich hasse den Tod, aber es gibt Zeiten im Leben eines jeden Menschen, wo es keinen einfachen Ausweg gibt. Das sind die Zeiten, in denen ich hier bin, um euch in mein tröstendes Gewand zu hüllen und euch fest an mein Herz zu drücken, wo Heilung stattfinden kann. Werdet ihr es bereuen? Nun, schmerzhafte Erinnerungen und Bindungen verschwinden nicht so leicht. Aber wenn ihr euch auf das neue Leben einlasst, dem ihr gegenübersteht, wird es viel leichter sein. Der Feind möchte, dass ihr zusammenbrecht und verzweifelt. Ich möchte, dass ihr die göttliche Wahl trefft und von mir Heilung für all euren Herzschmerz empfangt. Es gibt zukünftige Freuden, von denen ihr nichts wisst, und sie hängen von den richtigen Entscheidungen ab, die ihr hier und jetzt trefft. Deshalb ist es so wichtig, mich zu suchen, bis ihr mich gefunden habt. Und ich schenke euch Frieden in eurem Dilemma, der alles Verständnis übersteigt. Denkt daran, dass heute der erste Tag vom Rest eures Lebens ist. Ihr kratzt den alten Boden weg und reinigt ihn von allem Unrat und ebnet ihn aus als Vorbereitung für das neue Fundament, das gegossen werden soll. Deshalb sind die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, so entscheidend für eure Zukunft. Was ihr heute tut, wird eure Zukunft bestimmen. Aber diese Entscheidung allein zu treffen, wäre der größte Fehler, den ihr machen könnt. Natürlich gibt es Stufen. Soll ich das kaufen oder nicht? Soll ich essen gehen oder zu Hause bleiben? Soll ich diesen Job annehmen oder nicht? Soll ich hierhin oder dorthin ziehen? Soll ich mein Leben Gott überlassen und ihn bitten zu entscheiden? Oder sollte ich es überdenken und meine Freunde um Rat fragen, bevor ich mich entscheide? Ihr seht also, es gibt verschiedene Entscheidungen zu treffen. Je tiefer ihr eindringt, desto größer sind die Auswirkungen auf eure Zukunft. Je mehr ihr eure Entscheidungen mir überlasst, desto heiliger und glücklicher ist eure Zukunft. Je größer das Opfer, desto größer das Wachstum. Ihr alle müsst mit euren losen Enden der Vergangenheit aufräumen, bevor ihr wirklich frei seid, eure Zukunft zu umarmen. Aber denkt daran, ich bin die Barmherzigkeit selbst. Ich weiß, was ihr durchlebt, und ich werde wieder Freude in euer Herz bringen. Vertraut mir. In diesem Moment reiche ich euch die Hand, meine Kinder. Ich halte Gnaden für euch bereit. Bittet und empfangt sie, und sie werden euch im Frieden durch diese Prüfung tragen. Ich liebe euch so sehr und durchlebe die gleichen Schmerzen, die ihr in diesem Moment durchlebt. Ich lasse euch niemals im Stich. Ich lasse euch nie allein trauern. Ich weiche nie von eurer Seite. Was ihr fühlt, fühle ich noch viel intensiver. Wenn ihr leidet, dann leide ich mit euch über genau dieselben Dinge. Doch ich habe Freude geplant für euch. Gebt also die Hoffnung nicht auf. Ich habe Gnaden auf Lager für meine Geliebten, und ihr seid meine Geliebten.